Hallo ihr Lieben, es ist ja ein Rätsel ein bisschen für mich, warum unsere Demokratisierungsbemühungen so schleppend vorankommen, und ich versteige mich jetzt mal in diesem Video in eine Spontanhypothese, woran es liegt, nämlich tatsächlich in einem fundamentalen Irrtum über uns Menschen, in einem gleich mehrfachen Irrtum über uns Menschen, und zwar das erste ist, dass, glaube ich, viele Menschen nicht wissen, dass es sowas wie gute Gruppendynamik überhaupt gibt. Viele Menschen können sich nicht vorstellen, dass Menschen, die sie im privaten Alltag oder auf Social Media oder auf Demonstrationen in einem ganz bestimmten Zustand erleben, dass diese gleichen Menschen, wenn sie eben in einem gelosten Bürgerrat gut zusammengebracht werden, zusammen mit anderen, sich völlig, völlig anders verhalten. Und der Grund dafür, warum das so ist, ist eben gute Gruppendynamik. Also wir leben leider immer noch in einer Gesellschaft, die starke Vorurteile über den Menschen hat, die also tatsächlich traditionell aus dem alten Denken kommend, das Europa lange, lange beherrscht hat, übersieht, in welchem Ausmaß wir Menschen soziale Wesen sind und dass wir eben auch Wesen sind, die sich Gruppendynamik extrem schlecht entziehen können. Wir haben sozusagen die Vorstellung, der Mensch sei einfach so, wie er sei also praktisch eine naturale Größe, wie etwa auch ein Apfel eine naturale Größe ist oder ein, keine Ahnung, ein Baum oder ein Stein oder so mit feststehenden Eigenschaften. Und das ist ja auch nicht ganz falsch. Das Problem ist nur, wir Menschen sind in einem viel höheren Ausmaße veränderlich und vor allem sind wir in einem viel höheren Ausmaß veränderlich in der Reaktion aufeinander. Das heißt, der gleiche Mensch kann in einem Zustand so reagieren, in einem anderen Zustand so reagieren, es ist immer noch der gleiche Mensch, aber er ist eben sozusagen sozial sensibel oder sozial responsiv und das in einem Ausmaß, das oft immer noch unterschätzt wird. Also sozusagen, was wir immer noch verkennen, ist die zutiefst soziale Natur des Menschen, wie stark wir aufeinander reagieren und wie stark wir eben auch auf sozialen Kontext reagieren. Ich bin aus einer gewissen, wirklich sehr schrägen Perspektive fast ein Spezialist für dieses Problem und das hat folgenden Hintergrund. Ich selber bin immer ein Randgruppenmensch gewesen. Randgruppenmensch heißt, wenn es irgendeine Gruppe gab, habe ich mich systemisch oder gruppendynamisch immer am Rand der Gruppe positioniert, weil ich mich nie in Menschengruppen wohlgefühlt habe. Und zwar auf eine wirklich sehr drastische Form, wenn man es sozusagen ein bisschen symbolisch ausdrücken will. Manchmal spricht man ja von Hundemenschen und von Katzenmenschen. Ich bin ein Hardcore-Katzenmensch. Ich hatte immer das Gefühl, ich brauche Gesellschaft nicht, ich brauche diese ganze Gruppendynamik nicht und ich habe eben Gruppendynamik immer negativ erlebt, also immer als völlig fatal und hatte deswegen immer den starken Impuls, mich dem zu entziehen. Das heißt, auch ich wusste lange nicht, dass es überhaupt sowas gibt wie gute Gruppendynamik. Für mich war immer die Alternative, sich der Gesellschaft entziehen oder in schlechten Gruppendynamiken gefangen sein und dann habe ich mich, soweit ich konnte, mich immer dafür entschieden, mich dem zu entziehen. Über die Jahre wird man aber schlauer und klüger. Das möchte ich für mich in Anspruch nehmen. Und das bedeutet, irgendwann musste ich begreifen, dass es sowas wie sich Gruppendynamiken entziehen für uns Menschen gar nicht gibt, auch wenn wir uns das manchmal wünschen. Und ich gehöre zu den Menschen, die sich das sehr, sehr stark gewünscht haben immer und die sich das in ihrem Herzen auch heute noch immer wünschen. Aber die Einsicht führt mich dahin, dass das eben gar nicht geht. Und das korrespondiert wunderbar mit einer uralten Einsicht. Und das ist eben die Einsicht, dass der Mensch ein Zoon Politikon ist. Also im Grunde sehe ich sozusagen meine eigenen ursprünglichen Annahmen, meine eigenen Irrtümer, heute verkörpert in teilweise der Gesellschaft als Ganzer, auch wenn das ein Widerspruch ist, teilweise als Ganzer. Also sagen wir so, der bestimmende Ton in unserer Gesellschaft hat immer noch die gleichen Irrtümer, die ich selbst mal hatte. Er scheint zu glauben, dass es sowas wie Vermeidung von Gruppendynamik für uns Menschen geben könne oder dass sozusagen ein unpolitisches Leben für den Menschen möglich sei. Die Einsicht der alten Griechen, dass Politik völlig unvermeidlich ist für den Menschen und dass der Mensch ein politisches Wesen ist, ob er das will oder nicht, also so, sozusagen von Natur aus, könnte man heute reformulieren als den Satz: Es gibt niemals keine Gruppendynamik. Es gibt immer Gruppendynamik.
Wir können halt nur miteinander regeln, ob es eine gute oder eine schlechte Gruppendynamik ist. Die Option, dass es keine Gruppendynamik gibt, steht uns Menschen schlichtweg nicht zur Verfügung. So sehr Eremiten, so sehr ins Soziale, in unsere eigenen vier Wände, in unseren Garten zurückziehen können wir gar nicht, dass wir nicht von Gruppendynamiken erfasst werden können. Und die gibt es halt in einer schlechten Variante, die fahren wir im Moment, und die gibt es auch in einer guten Variante, und diese gute Variante nennt sich tatsächlich Demokratie. Demokratie ist Gruppendynamik ins Positive gewendet und das hat den Effekt, dass die gleichen Menschen, die sich teilweise wirklich unmöglich verhalten, gewalttätig, misstrauisch, demütigend, man kann alle Attribute auffahren, die einem nur einfallen für das Verhalten von uns selber, die gleichen Menschen, die sich also in bestimmten Situationen ganz, ganz übel aufeinander beziehen, können sich in einer anderen Situation wunderbar aufeinander beziehen. Und das wird immer noch unterschätzt und deswegen haben wir so wenig Impuls aus meiner Sicht, uns zu demokratisieren, weil wir im Grunde, ich glaube, gar nicht so sehr den Druck nicht spüren, sondern was uns fehlt, ist eigentlich letztlich die gute Erfahrung oder die Hoffnung. Also das heißt, heutzutage sind wir gefangen zwischen zwei wirklich üblen Alternativen, also nur in unserem Denken. Das ist nicht die reale Alternative, aber das ist die Alternative, so wie sie in unserem Kopf ist. Die Alternative ist, den Staat klein halten, also sozusagen Laissez-faire-Liberalismus, einfach die Dinge laufen lassen und hoffen, dass es gut geht. Das ist diese These, dass es ein politisches Leben nicht braucht und dass es irgendwie Vermeidung von Gruppendynamik geben könne, also eine völlige Illusion. Oder eine Art autoritärer Staat, der aus meiner Sicht eine Reinform von negativer Gruppendynamik ist. Also da wird dann Konformität gefordert, Gleichschaltung oder was wir mal Totalitarismus genannt haben. Das sind richtig, richtig, richtig ungute Alternativen, aber die wirklich gute Alternative, die in einer Demokratisierung bestünden würde, die eben gute Gruppendynamiken zwischen uns stiftet, die uns zusammenbringt auf eine gute Weise, wo wir uns freundlich aufeinander beziehen, wo empathische Politikprozesse, verständige Politikprozesse, besonnene Politikprozesse und auch eben sehr innovative Lösungen, ein entschiedenes, starkes Gemeinschaftshandeln auf der Basis von Verschiedenheit möglich wird. Das kennen wir gar nicht. Viele Menschen können sich das heute gar nicht vorstellen, dass es das gibt, weil sie in ihrem Alltag so sehr was anderes erleben, dass sie dann denken, das kann es auch in der Politik nicht geben. Dabei bestand Politik mal genau darin, in der Einsicht, dass es das im Privaten nicht geben kann und man es genau deswegen in Politik braucht. Also Politik war immer das genau das andere, was im Privaten nicht möglich ist. Heute aber, mit diesem starken privatistischen Vorurteil, das wir in der Moderne oder in der Neuzeit generell entwickelt haben, wird immer so gedacht, wenn es im Privaten nicht möglich ist, dann ist es ja im Politischen auch nicht möglich. Dass Politik eine andere Dynamik hat und eine andere Dynamik ermöglicht, dass in der Politik Dinge möglich sind, die im Privaten strukturell nicht möglich sind, kann die Neuzeit immer noch nicht denken und das ist ihr großes Manko und ihr großer Abfall, also vom Niveau her, gegenüber der Antike. Also wir haben uns natürlich weiterentwickelt, wir sind in vielen, vielen Punkten sehr viel besser, als es die Antike als Gesellschaft mal war, die griechische Antike. Ich bin kein griechischer Antike-Fetischist oder Fan. Ich finde die antike Grieche in viel, antike, das antike Griechenland in vielen Punkten völlig unmöglich und indiskutabel. Aber es gibt eben einen Punkt, wo die antiken Griechen einfach weiter waren als wir, einsichtsvoller als wir. Und das ist eben ihre Einsicht, dass man sich Gruppendynamiken nicht entziehen kann, dass jeder Mensch ein politisches Leben braucht und dass es eben auch positive Formen von Gruppendynamik tatsächlich ganz real gibt. Und dass Menschen sie schaffen können, über geeignete Verfahren und Institutionen. Wir dagegen sind immer noch in der Illusion gefangen, wir könnten uns Gruppendynamiken einfach entziehen, die Augen zumachen und das würde schon irgendwie gut gehen. Und dazu kann man heute mit absoluter Klarheit und vollkommener nüchterner Einsicht sagen, nein, wird es nicht. Das ist keine Option, die zur Verfügung steht, die Dinge einfach laufen zu lassen und dann wird es schon gut gehen. Ja? Also die Wahl, die wir heute haben, ist zwischen negativer Gruppendynamik und positiver Gruppendynamik. Gruppendynamik und auch laufen lassen ist eine Gruppendynamik, aber halt eine negative. Ja, sie führt nicht zu Ergebnissen, die wünschenswert sind, für niemanden. Das ist etwas, was die Griechen leidvoll herausgefunden hatten, weil sie eben auch erst diese Laissez-faire-Lösung gewählt haben. Sie waren unglaublich freiheitsliebend. Sie haben uns in vielen Punkten noch in diesem, was wir heute Liberalismus nennen, noch übertroffen. Ja, also in ihrem Streben nach Autonomie, in ihrem Autonomieideal waren sie also wirklich fanatisch geradezu und auch sehr auffällig, verhaltensauffällig zu ihrer Zeit. Also sie waren sehr anders drauf als nahezu alle anderen Völker um sie herum in dieser Hinsicht.
Aber genau aus dem heraus, dass sie eben das so entschieden versucht haben, Politik zu vermeiden, sind sie eben ins Politische gekippt. Also sie haben sozusagen die Politik aus der Negation heraus entdeckt. Aus der völligen Verweigerung gegenüber Politik ist Politik entstanden. Und das ist aber auf einem sehr leidhaften Weg entschieden. Und ich frage mich halt, ist es nicht doch möglich, dass wir heute aus Einsicht das machen, dass wir vielleicht auch zurückschauen auf die Dynamiken im antiken Griechenland und erkennen, dass es eben keine fremden Dynamiken sind, sondern unsere Eigendynamiken in einem etwas anderen Gewand. Also im Sinne von, man muss ja nicht alle Fehler selber machen, man kann auch von den Fehlern der antiken Griechen etwas lernen. Und der Fehler der antiken Griechen war, dass sie ungefähr 100 Jahre Bürgerkrieg gebraucht haben, um das zu erkennen, dass der Mensch Politik braucht. Aber danach hatten sie es erkannt. Würden wir heute das Gleiche versuchen, also noch weitere 100 Jahre über heute hinaus, Politik zu vermeiden, den Staat klein zu halten, weil wir eben Angst vor dem autoritären Staat haben, dann haben wir diese Zeit nicht mehr. Ja, also sozusagen, wir können uns das nicht leisten, was die antiken Griechen sich geleistet haben an Erfahrungswissen, an Leidhaften. Wir gehen durch die Erfahrung durch. Wir sind darauf angewiesen heute, dass wir aus Einsicht lernen, dass wir also unsere eigene Dynamik verstehen und verstehen, dass die Option, den Staat klein zu halten, heutzutage keine Option mehr ist. Wir brauchen diesen starken Staat, nur gibt es ihn halt in zwei Varianten: einmal autoritär-diktatorisch und zum anderen demokratisch. Aber dass Demokratie zu einem wirklich starken, handlungsfähigen Staat führen kann, das haben wir noch nicht rausgefunden, das, weil wir es noch nie erlebt haben. Wir können uns das teilweise gar nicht vorstellen, weil es für uns so weit out of the box, jenseits unserer üblichen Frames ist, dass alle unsere alltägliche Erfahrung dagegen spricht. Und naja, gegen Erfahrung kann man schlecht anstinken. Die Leute machen Erfahrungen, die machen die Erfahrung, ich kann das ja schon mit meinem Nachbarn nicht, ich kann das ja schon mit meinem Kollegen nicht, ich kann das ja schon mit meinem Verwandten nicht. Wieso soll denn das in der Politik passieren? Also es ist absolut intuitiv, Demokratie für keine Lösung zu halten, also weitergehende Demokratisierung. Das ändert aber nichts daran, dass die weitergehende Demokratisierung tatsächlich die Lösung wäre, auch wenn sie für uns im Moment kontraintuitiv ist. Außer natürlich für Leute, die schon an gelosten Bürgerräten teilgenommen haben, die verstehen das dann, weil sie es eben schon erlebt haben. Und das ist das Dilemma, in dem wir heute stehen, ob wir in der Lage sind, aus Einsicht zu lernen, aus Einsicht die Demokratisierung voranzutreiben, oder ob wir dafür leidhafte Erfahrungen brauchen, Erfahrungen, die Zeit kosten, Zeit, die wir heute nicht mehr haben, die also relativ sicher in eine Form von Zivilisationszusammenbruch führen wird, weil wir das nicht aufrechterhalten können. Also das, was passiert, wenn wir nicht zu kollektivem Handeln fähig sind, zu staatlichem Handeln, zu entschiedenem Handeln, ist relativ eindeutig irgendeine Variante oder wahrscheinlich mehrere Varianten von Zivilisationszusammenbruch. Und ich kann persönlich für mich sprechen und sagen, ich möchte das nicht erleben, ja, was Zivilisationsbruch bedeutet. Das ist für die Menschen, die in einer solchen Zeit leben, derart schlimm, derart katastrophal und derart traumatisch, dass ich dem liebend gern entgehen würde, mit ein bisschen Vorausschau. Und das bedeutet, wir haben genau eine Alternative im Moment und die besteht genau darin, Demokratisierung zu schaffen. Die autoritäre Lösung, die diktatorische Lösung ist keine Lösung. Sie sieht nur so aus. Das ist eine Illusion. Nichtsdestotrotz ist das genau das, was wir bekommen werden, wenn wir es weiter so laufen lassen. Also wenn wir jetzt nicht tiefgehend, drastisch, demokratisch reformieren, wenn wir keine demokratische Verfassungsreform anstreben, mit Hochdruck, werden wir irgendeine Form von Tyrannis oder Diktatur bekommen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Steht völlig außer Frage, dass das passieren wird. Das ist sozusagen erkennbare Logik, erkennbare Gesetzmäßigkeit, die sich vollziehen wird. Und wir sind mittendrin. Wir können uns dann dabei zugucken, wie wir plötzlich nach dem starken Mann, nach der starken Frau rufen, aus purer Verzweiflung. Die Illusion, der wir momentan stecken, ist, dass wenn wir nicht demokratisieren, es nicht zu dieser Verzweiflung kommen wird. Also dass wir dieser Verzweiflung aus dem Weg gehen könnten, können wir nicht. Es ist eine ganz sichere Sache, die kommen wird, wenn wir weiter so machen. Wodurch wir es abwenden könnten, wäre staatliches Handeln. Aber wie gesagt, staatliches Handeln gibt es in zwei Varianten: Diktatur und Demokratie. Ja, es gibt Diktaturen, die Handlungsfähigkeit spielen, ja, aber zu nichts Gutem führen. Und es gibt Demokratien, die wirklich handlungsfähig machen, die wirklich reformfähig sind, die innovativ sind, die progressiv sind, die das eben auf demokratischen Wege durch die Verschiedenheit hindurch der Bürger herstellen können, durch positive, gute Gruppendynamik. Und das heißt, der einzig wirklich handlungsfähige Staat ist tatsächlich der demokratische Staat, aber wir mit unseren heutigen Erfahrungen, mit unseren heutigen Voraussetzungen tun uns extrem schwer,
das zu verstehen oder das einzusehen. Wir sind in noch tausend Illusionen gefangen, was Gruppendynamik angeht, was Gesellschaft angeht, was Politik angeht, was Demokratie angeht und vor allem, was uns selber angeht. Weil wir halten uns immer noch mit unserer eigenen europäisch-abendländischen Tradition für so irgendwie erratische, atomistische, unverbundene Einzelwesen. Das ist die große Krux in unserer Tradition, dass wir da ein Vorurteil haben über den Menschen, das einfach nicht zutreffend ist. Also, wenn wir was wiederbeleben sollten, wäre es unsere eigene demokratische Tradition, die eben weniger von Aristoteles herkommt, als eher von Leutgestalten wie Solon oder Kleisthenes. Ja, die ist leider verloren gegangen. Also, wenn sich irgendjemand heute darauf bezieht, bezieht er sich eher auf Aristoteles, aber Aristoteles war selber schon gefangen in einer Tradition, die daran beteiligt war, diesen asozialer Einzelwesen-Mythos auf den Weg zu bringen. Wenn man wirklich zum ursprünglichen Verständnis von Politik und Demokratie zurückgehen will, müsste man sich wahrscheinlich vor allem an Kleisthenes halten und sich es da nochmal holen, die Inspiration, und dann eben angepasste, zur heutigen Zeit passende Institutionen und Verfahren schaffen, die eben uns in einer guten Form, in einer guten Gruppendynamik zusammenbringen. Und das ist technisch absolut machbar, absolut möglich, wenn wir eben begreifen, dass es das überhaupt gibt. Dass es das gibt, was wir uns nicht vorstellen können im Moment. Positive Gruppendynamik, handlungsfähige Demokratie, die nicht in Streit besteht, nicht in Auseinandersetzung, sondern eben in Zusammensetzung. In Zusammensetzung der Verschiedenen als Gleichwertigen. Das ist Demokratie, aber das haben wir im Moment nicht. Und daher haben wir ein riesiges Problem, ein wirklich ganz gewaltiges Problem, das aus meiner Sicht heute immer noch, das ist so fatal, immer noch drastisch unterschätzt wird. Also wie sehr wir in der Scheiße sitzen, ist mitnichten schon vollständig erfasst. Es ist alles, hat gesagt, noch viel schlimmer, als es erscheint. Noch viel schlimmer. Und das heißt, wir haben einen riesigen Handlungsdruck, aber wir können ihn nicht kanalisieren, weil wir die guten Lösungen, die an sich möglich wären, gar nicht kennen. Wir halten sie für unmöglich. Und das heißt, wir sind gefangen. Wir sind also paralysiert geradezu. Wir sind in einer so Art Schockstarre gefangen zwischen Handlungsunfähigkeit und dann dem plötzlichen Ruf nach dem starken Mann, der ganz sicher kommen wird. Ganz, ganz sicher. Ja. Wenn wir eben nicht demokratisieren. Also kurz gesagt, Kurzvariante, Demokratisierung ist die Lösung, es ist die einzige Lösung. Sie muss jetzt erfolgen, sie muss entschieden erfolgen und sie muss in einer Form erfolgen, die halt wirklich auch Demokratisierung ist und nicht nur, wo das schöne Label Demokratie draufsteht. Es muss die Verschiedenen involvieren, aktiv, es muss sie zusammenbringen in einem verständigen, empathischen Austausch und Dialog. Naja, es läuft aufs immer Gleiche heraus. Es sind geloste Bürgerräte. Wir brauchen heute dringend geloste Bürgerräte an einer zentralen Stelle, sogar wahrscheinlich an mehreren zentralen Stellen im Herzen unseres Staates, auf dass die verschiedenen Bürger im Herzen des Staates ein- und ausgehen in einem ständigen Kreislauf, in einem ständigen Prozess, in einer ständigen Form von verständiger Laienpolitik, von verständiger auch Entprofessionalisierung von Politik, was nicht heißt, dass wir hier unsere Politikprofis abschaffen oder sie irgendwie dissen. Wir brauchen die Leute, wir brauchen Berufspolitiker, wir brauchen Parteipolitiker, die Leute sind wichtig. Aber was wir noch dringender brauchen, ist uns alle im politischen Raum, ist eine durchgehende Politisierung der Gesellschaft, wie wir sie uns nur am Beispiel Attikas, der Antike, der postkleisthenischen Antike, als Inspiration holen können, weil es nur dort das überhaupt jemals gab. Ceterum censeo, Demokratia esse sotiendam.